Okay, genau. Also wir haben uns eben für Hitzeanpassungen in Wien mehr interessiert. Und das lag vor allem daran, dass Wien eben bis zum Jahrhundertende bis zu einem der am stärksten betroffenen Städte der Hitzebelastung gehört. Es liegt zum einen daran, dass eben die Faktoren der Wachstumsrate eben, also dass die Stadt größer wird und dadurch dichter besiedelt, aber zum anderen eben auch an den meteorologischen Gründen, also den Auswirkungen des Klimawandels, die im Alpenraum eben nochmal deutlich höher sind. Die sind fast doppelt so hoch wie im europäischen Mittel. Und deswegen beschäftigt sich die Stadt auch schon lange mit den Möglichkeiten, was eben als Anpassungssachen möglich sind. Hier kurz noch zu unserer Gliederung. Ich erkläre gleich noch kurz ein bisschen was zu einer Hitzekarte, auf der eigentlich alle Maßnahmen in Wien aufbauen. Dann zeigen wir euch vier kleinere Projekte. Das sind einmal die Kretzeloase, 50 grüne Häuser, die Sommerspritze und die coole Straße. Dann fassen wir es nochmal so ein bisschen zusammen, weil wir viele Projekte haben, in denen die Bürger mitbestimmen dürfen teilweise, wie die eben dort integriert sind, und dann noch einen kleinen Vergleich zum Schlachthof am Ende. Genau, dann kommen wir auch gleich zur Hitzekarte. Und zwar ist es keine typische Hitzekarte, wo einfach nur die Durchschnittstemperaturen gemessen werden in der Stadt, sondern es geht um die Urban Heat Vulnerability, also die Empfindsamkeit der Stadt, Hitze. Und da wird zum einen, das besteht aus drei Teilen, zum einen eben die Hitze gemessen, wie bei so typischen Karten. Dann kommt noch eine zweite Karte hinzu, in der die Empfindlichkeit von besonders stark betroffenen Personengruppen, also Kindern und vor allem älteren Leuten, zusammengefasst wurde. Und dann gibt es noch eine dritte Karte mit Anpassungsfähigkeiten der hitzebeständigen Infrastruktur, also den Grünräumen und den Wasserläufen. Insgesamt entsteht daraus eben diese Karte, auf die die ganzen Sachen aufbauen. Und gerade die stärkst betroffenen Gebiete werden jetzt als erstes angegangen natürlich. Dann kommen wir auch schon zu dem ersten Projekt. Das ist die Kretzeloase. Ein Kretzel ist in Wien einfach ein Viertel, wie in Berlin der Kiez oder in Köln das Veedel. Und bei der Kretzeloase handelt es sich um ein Aktionsprogramm, bei dem Wiener Bürgerinnen und Bürger sowie aber auch Schule, Vereine oder lokale Unternehmen selbst kreativ werden können, wie sie eben öffentliche Freiräume schaffen können und die vielfältig genutzt werden können. Das Ganze ist ein Projekt von den Einwohnern selber für die Bewohner des Kretzels, und das wird unterstützt zum einen von der Stadt Wien und auch von der lokalen Agenda 21. Jeder, der möchte, kann da ein Projekt einreichen, und das wird dann auch umgesetzt von einem selber bzw. den Helfern, die man sich halt dazu holt. Das Ganze wird durch Projekte, die von der Jury prämiert wurden, eben bis zu 4.000 Euro finanziell unterstützt. Und man kriegt auch Hilfe bei der fachlichen Beratung oder Hilfe bei den Genehmigungen. Genau, das Ziel des Ganzen ist, eine nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern, bei der die Freiräume immer eben gut nutzbar gestaltet werden und auch fair verteilt in der Stadt werden. Die aktive Mitgestaltung der Bürger spielt da eben eine große Rolle. Und dadurch steigt zum Beispiel auch das Bewusstsein für die Folgen der Klimakrise, weshalb auch viele der Projekte eben mit dem Wunsch spielen, begrünten Freiraum zu schaffen. Seit Beginn des Projekts 2015 sind schon über 300 Aktionen umgesetzt worden. Und das kann sich entweder um wiederkehrende Veranstaltungen handeln oder um dauerhaft umgestaltete Parkplätze oder Gehsteige oder auch Plätze im Allgemeinen. Dauerhaft heißt hierbei aber für den Aktionszeitraum dauerhaft, also für ein Jahr. Am beliebtesten sind davon die Parkplätze, die umgestaltet werden, wie man hier schon auf dem Bild auch sehen kann. Die Parklets. 2019 waren 63 Projekte von den 86 umgesetzten Parklets. Und genau, die haben meistens ein Thema für irgendeine Zielgruppe zugrunde. Also hier, wie man sieht, einmal für Kinder eher oder für Kicker-Liebhaber, dann einmal für Pianospieler. Es gibt aber auch Sprachcafés, wo man sich über Sprachen austauschen kann. Und so weiter. Allgemein ist jedoch, dass sie Sitzgelegenheiten haben, von denen alle Passanten profitieren. Genau, und immer beliebter auch, was ich schon erwähnt habe, ist die Grüngestaltung, um eben eine temporäre Begrünung in den Sommermonaten zu schaffen und dort eben eine kleine Hitzeanpassung, zumindest im Kleinen, genau. Und da werden auch teilweise Bäume oder sogar Rasenflächen angelegt auf den Parklets. Als letztes habe ich jetzt noch ein anderes Projekt. Das ist die Wanderbaumallee für den Dritten. Das ist schon, wie der Name sagt, wandern die Bäume von Straße zu Straße und verwandeln eben die grauen Straßenzüge in grüne Alleen. Und da
geht es eben nicht nur darum, dass es Schatten spendet, sondern auch einfach aufzuzeigen, dass es neue Nutzungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum gibt. Und bei den Umzügen finden dann auch meistens noch Infoveranstaltungen statt, um eben auf das Thema auch bewusst zu machen. Genau. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Projekt. Das nächste Projekt heißt 50 grüne Häuser. Das ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, das sich mit der Begrünung von Fassaden beschäftigt. Das wurde auch in enger Zusammenarbeit mit Bewohnerbefragungen und Eigentümerbefragungen ausgeführt. Genau, dabei wurde eben auch wieder festgestellt, dass eben hoher Bedarf an Grün in der Stadt ist, weil in vielen Vierteln in Wien das eben nicht so viel vorhanden ist. Das Ganze wird ausgeführt in 50 Demo-Modulen, die jetzt in einem Co-Creation-Prozess getestet werden. Da sind wir momentan, deswegen gibt es auch noch nicht ganz so viele Ergebnisse. Da konnten sich Hauseigentümer oder Hausverwaltungen bis Frühjahr 2019 eben bewerben. Und da konnten sich Interessierte dann eben auch hier mit so einem Quick-Check-Modul, das entwickelt wurde und das online ist, kurz raussuchen, ob das bei ihnen eben möglich ist. Da wurde die Gehsteigbreite abgefragt, die Parkplatzsituation. Und da war noch wichtig, wie viel Verkehr quasi auf den Gehsteigen jeweils vorhanden ist. Und dann kriegt man eben eine Aussage, ob es gut möglich ist oder woran es liegen könnte, dass es vielleicht scheitern könnte. Genau. Das Ziel des ganzen Forschungsprojekts ist eine preiswerte, unkomplizierte All-in-One-Alternative zur Grünflächenbefahrung, Grünflächenfassadengestaltung im Bestand. Das war früher immer sehr kostenintensiv und vor allem auch die Abwicklungs- und Genehmigungsprozesse waren sehr langwierig. Und deswegen hat man da auch gleich die Stelle des Magistrats mit einbezogen, die für diese Sachen zuständig ist, damit eben in Zukunft da eine rasche und transparente Abwicklung und Genehmigung erfolgen kann. Das Projekt läuft, wie gesagt, momentan bis Ende 2021 insgesamt noch, sollen auch regelmäßig Evaluationen ausgeführt werden, wo vegetationstechnische Messungen gemacht werden, zum einen also die Pflanzen angeschaut werden und zum anderen auch das sozialwissenschaftliche Monitoring betrieben wird, also die Pflegebeauftragten und die Bewohner befragt werden. Das Resultat bisher daraus ist das Grünfassadensystem BERTA, das sich aus Begrünung, Ranghilfe, Trog und dem All-in-One-System zusammensetzt, also daher der Name. Da haben die Bürger auch mitentscheiden dürfen. Genau, das BERTA ist eine Pflanzentroglösung, die für die straßenseitige Fassadenbegrünung gestaltet wurde. Und die besteht aus einem Pflanzengefäß von 300 Litern, der Ranggitter, wenn nötig, also es gibt auch ohne Ranggitter diese Variante, dem Substrat und zwei Kletterpflanzen pro Modul. Das Besondere an dem Ganzen ist eben dieser modulare Aufbau, dass es eben an jegliche Bestandsgebäude angepasst werden kann und so verschiedenste Fassaden begrünt werden können. Jetzt im Herbst 2019, also noch gar nicht so lange her, wurden die ersten 50 Demo-Module eben an 8 Gebäuden befestigt. Also es sind gar nicht 50 grüne Häuser, sondern 50 grüne Demo-Module. Da war kostenlos quasi inklusive die Lieferung, die Montage und auch die Einschulung und die Pflege, was vorher schon abgefragt wurde. Und da war eine hohe positive Bereitschaft der Bevölkerung mit da, um eben sich auch um die Pflanzen zu kümmern. Was auch letzten Endes gar nicht so zeitintensiv ist, denn das Ganze beinhaltet ein Wasserreservoir, das auch selbst in Hitzemonaten nur 1 bis 2 Mal pro Woche gegossen werden muss. Man kann, also hier sieht man jetzt nochmal die 8 Verorte, beziehungsweise es sind 9, es gibt noch einen Prototypen, den es schon länger gibt. Und genau, also wenn man möchte, kann man rein theoretisch auch noch eine automatisierte Bewässerung einbauen lassen. Die kostet dann natürlich nochmal ein bisschen extra. Und um mal einen groben Überblick zu kriegen, also so ein Modul kostet, wenn man es selber kauft, 4.000 bis 5.000 Euro. Man kann aber auch eine Förderung für bis zu 2 Module von 5.200 Euro bekommen. Genau, dann gebe ich mal noch an Helene weiter für die nächsten Projekte. Okay. Also, hört man mich? Ja. Okay, gut. das nächste Projekt sind die mobilen Trinkbrunnen und Sommerspritzer. Im Wiener Stadtgebiet werden zwischen April und September neben den 1000 festen Trinkwasserbrunnen zusätzlich mobile Trinkwasserbrunnen aufgestellt. Die werden vor allem an stark frequentierten Orten aufgestellt und kommen auch bei Großveranstaltungen zum Einsatz. Zusätzlich gibt es dann noch die sogenannten Sommerspritzer. Das sind Sprühnebelduschen,
die auf Rutanten aufgestellt werden. Die Installation wurde von Bienenwasser entwickelt und ist seit 2019 im Einsatz. Die Wiener Bevölkerung hat bei einer Online-Umfrage für den Namen abgestimmt. Alle Brunnen lassen sich über einen Online-Stadtplan finden und der Radius zum nächsten Brunnen beträgt aber nie mehr als 500 Meter. Das nächste Projekt sind die coolen Straßen. In den drei Wiener Bezirken Otterkring, Favoriten und Landstraße, in denen die Hitzebelastung aufgrund der dichten Bebauung und den teilweise fehlenden Grün am höchsten ist, wurde im letzten Jahr das Pilotprojekt Coole Straße getestet. Dafür wurden dort im August für einen Monat lang Bänke, Rollrasen, Pflanzen und Sprühnebelanlagen aufgestellt. Und außerdem wurden die Straßen noch für den Autoverkehr gesperrt. Gedacht ist das Projekt vor allem für Kinder und ältere Menschen, die am stärksten von der Hitze betroffen sind, aber auch für alle anderen Bewohner. Neben der Senkung der Lufttemperatur geht es vor allem auch darum, einen Ort für die Bewohner zu schaffen, an dem sie sich außerhalb der warmen Wohnung aufhalten können. Gleichzeitig sollen die coolen Straßen zum Treffpunkt für das Viertel werden und Platz für Veranstaltungen bieten. Im Vorfeld wurden bereits kleinere Maßnahmen wie die Parkplätze getestet, die Milena ja schon vorgestellt hat, oder Sprühnebelduschen und von den Bürgern gut aufgenommen. Im Anschluss wurde das Projekt dann klimatisch und sozialwissenschaftlich evaluiert und Simulationen haben gezeigt, dass die gefühlte, aber auch die tatsächliche Temperatur in den coolen Straßen reduziert werden konnte. Die gefühlte Temperatur konnte im Nahbereich der Nebeldüsen um bis zu 5 Grad gesenkt werden und im restlichen Bereich der Straßen so zwischen 0,5 und 1,5 Grad. Dann gab es noch eine Umfrage mit 518 Teilnehmern zu der Zufriedenheit mit dem Projekt und da kam raus, dass 87% der Befragten die coole Straße als positive Maßnahme sehen. 66% gaben an, dass die coole Straße ein guter Ausgleich zur warmen Wohnung sei und 92% wünschen sich, dass das Projekt wiederholt wird. Und es gab auch kaum Beschwerden wegen der wegfallenden Parkplätze. Da die Resonanz auf das Projekt so gut ausgefallen ist, soll es ab diesem Jahr in ganz Wien Anwendung finden und jeder Bezirk bekommt dann dort, wo es laut Hitzekarte am notwendigsten ist, eine coole Straße. Ein Teil der Organisation wurde auch schon von Anwohnern übernommen. Bei den vorgestellten Projekten werden die Nutzer ja auf unterschiedliche Weise in die Planung mit einbezogen und wir haben das jetzt hier mal dargestellt. Also die kleinste Form der Partizipation war eben dieses, dass Bürger online für den Namen des Projekts abstimmen können, wie zum Beispiel beim Sommerspritze. Dann gab es noch die Pilotprojekte, die dann im Nachhinein evaluiert werden und auch, wo die Bürger befragt wurden. Und so konnten eben die Nutzer über den Werdegang des Projekts mitbestimmen. Das war ja zum Beispiel bei der coolen Straße. Und dann gab es noch die Projekte, die eigentlich vereinfachte Rahmenbedingungen für eigene Projekte schaffen sollten, um den bürokratischen Aufwand, der dahinter steckt, zu minimieren und damit die Bürger animieren soll, selbst was zu starten, wie zum Beispiel bei der Kratzeloase oder auch bei den 50 Grünhäusern. Am Ende haben wir uns dann noch gefragt, ob man die Projekte auf den Schlachthof übertragen kann. Und da ist uns erstmal positiv aufgefallen, dass es alles sehr kleinmaßstäbliche Eingriffe sind. Das heißt, man kann sie eigentlich an fast überall durchführen, sobald die gesetzlichen Rahmenbedingungen stimmen. Und es braucht auch keine bestimmte Infrastruktur für die Auswirkungen. Wir sind im Prozess mit einbezogen und können so mitbestimmen, wie sich das Ganze entwickelt. Und es sind auch Testläufe möglich. Also kann das Ganze in einem Jahr getestet werden, dann evaluiert werden und dann weiterentwickelt werden. Was ein bisschen dagegen spricht, ist, dass einige der Qualitäten, die jetzt durch die Projekte entstanden sind, im Schlachthof eigentlich. Liman, hört dich gerade nicht mehr. Zehn Sekunden vor Schluss ist es fort. Man hört ja.
Die Zeit wäre genau jetzt vorbei. Ja, also ich kann ja einfach, Helene, bist du noch da? Ansonsten mache ich es kurz einfach fertig. Also wir haben halt einfach festgestellt, dass dort ja eigentlich schon viele Bedingungen so gegeben sind, wie sie jetzt dort umgesetzt wurden in Wien erst. Und dass das anscheinend ja noch nicht die endgültige Lösung ist, dass man vielleicht trotzdem noch ein bisschen größer werden muss oder keine Ahnung, genau. Das war so ein bisschen die Aussicht. Aber ja, damit wären wir auch am Ende.